Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt kommen in War Thunder zum Update Danger Zone, ne, mit den Chinesen voll am Start. Und ich gebe trotzdem wie in den vorigen Videos davor die Info, falls jemand nur für China hier einklingt. Es gab eine kleine Änderung, was die Grafik-Systematik angeht, weil er sagt, was das Anti-Lasing angeht. Wenn ihr nicht den vollen Client, also den Grafik-Client hier komplett heruntergeladen habt, könnte es sein, dass bei euch, wenn ihr nicht auf TAA oder das andere, also auf TAA seid, dass ihr nur Low TAA habt und dann ja halt die FPS-Sache halt ein bisschen verringert ist. So, genug davon. So, wir sind hier bei China. China hat nur drei Sachen bekommen, aber ja, ist trotzdem was, ne? Einmal ZTZ99A, ja, ich weiß, ZTZ99, da gibt es ja so viele Ausführungen, wenn man sich das so anguckt. 2, 3 und jetzt A. Ja, naja, was soll man da noch sagen? So, der Turm ist wieder ein bisschen speziell, sieht ein bisschen nach einem Ami aus und wieder nach was ganz anderem. Aber im Prinzip sieht er komplett future-mäßig aus, der Panzer. Irgendwie, ne? Man sieht auch hier die einzelnen Päckchen schon, die Komponenten, die gegen Heat-FS-Munition sind und andere chemische Munitionstypen. Naja. So, wir gehen die Daten durch. 125mm Kanone, 39 Schuss nur, 12,7mm Maschinengewehr mit am Start. Das ist da bei der Luke installiert, wie man sieht. Dann noch ein 5,8mm, den Namen kann ich nicht aussprechen, Maschinengewehr. Ja gut, 5,8mm, das ist immer so ganz kleines Kaliber. Ja, jeden sein Ding, ne? 7,1 Sekunden in der Nachladezeit, vielleicht lässt sich das noch ein bisschen verbessern und ausbauen auf, ich weiß nicht, ich glaube die Höchstform war 5,9, ich weiß es nicht mehr genau, ja, oder 5 Sekunden vielleicht sogar, aber 5,9 wäre drin. So, 3-Mann-Besatzung, ja, sehr wenig Besatzung, also es wird immer weniger. 75 km/h, Schutz im Außenbereich müssen wir jetzt nicht angucken, das ist alles ERA-Munition, wie ihr seht, die ist natürlich sehr effektiv, ne, gegen chemische Waffen wie Heat-FS und so weiter, da gibt es ja viele Ausführungsmöglichkeiten. So, im Innenbereich sieht es so aus. Unterwanne ist natürlich wieder schutzlos, allerdings muss man auch sagen, die Unterwanne, guckt euch das an, der Neigungswinkel liegt bei 52, also selbst wenn da einer reinschießt, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem vorhanden, dass die Munition abprallen könnte. Gut, Pfeilmunition könnte da voll durchstarten, aber muss ja nicht. Außerdem ist dahinter noch mal eine Zusatzplatte. Ja, das hat man jetzt gerade gesehen. Hier 20mm, dahinter noch mal eine 60 und sehr schön krumm gesetzt. Kann man das hier so ein bisschen besser? Ja gut, es geht. Das ist ein bisschen krummer, das ist ein bisschen so. Ja, so Pi mal Daumen. So. So, die Oberpanzerung, ne, Verbundpanzerung. Erstmal hier die ganzen Reaktionspäckchen hier, ne? Also Reaktivpäckchen, Reaktions, ja. Reaktivpäckchen gegen Wuchtgeschosse, Hohladung, 450mm. Überleben diese Babys. Es gibt natürlich Heat-FS, die auch 650mm, die kommen da so ein bisschen rein, aber die bleiben trotzdem in der Verbundpanzerung im Allgemeinen stecken. 20mm, da kommt man nochmal näher mit 125 und nochmal 80 dazu. Ist jetzt nicht absolut top, die Chinesen sind da nicht so, ne, die setzen meistens mehr auf die Feuerkraft als auf die Panzerung, das sieht man auch in den grausamen Granaten. Ja, hier wieder so eine offene Stelle, aber da reinzuschießen ist doch recht kompliziert, sehr schwierig, ne, ihr seht hier, das sieht schon so schwierig aus, das ist auch ein sehr komplizierter Winkel, da durchzuballern, also, ja, so. Hier vorne wieder Reaktivpanzerung, die Hohladungsmunition 600mm übersteht. Ne, bei Wuchtgeschossen bremst es nochmal ein bisschen aus. Ja, dahinter, das sieht man so blöd, ist nochmal Verbundpanzerung von 700mm. Das ist halt ganz blöd hier zu sehen. Hier an der Seite ist auch nochmal dieselbe Chose mit einem Gitter dazwischen. Ne, also so ein bisschen Schutz haben wir schon mit dem Teil, so ein klein bisschen. Aber ich muss schon sagen, das ist alles ein bisschen kompliziert. Manches vielleicht recht doof verbaut, aber gut. Man soll ja auch nicht wie ein Geistesgestörter in die Front fahren und sagen, yo, ich bin jetzt der Teacher hier und hau alle um. So, mal gucken, was die Munition so verspricht. Gut, Standardmunition
Heat FS mit 84 mm Pen oder Durchschlagskraft halt, auf egal welcher Entfernung. Ja, auf Winkel von 0. Ja. Dann haben wir hier sogar noch eine ganz normale HE am Start. Warum die jetzt mitführen, weiß ich nicht. Vielleicht um leichte Fahrzeuge auszuschalten. Da ist ja natürlich drin. So, das ist einmal die 125i-Granate. Schöne Feinmunition mit 450 mm Durchschlagsleistung auf dem Winkel von 0 bei 1000 Meter Entfernung. Das ist natürlich top. Das ist schon enorm was bei dem Rating 11.0. Da kommen schon so manche Fahrzeuge ordentlich damit durch. Die nächste Version DTC 10-125 ist natürlich gesteigert mit 555 mm Durchschlagsleistung bei 1000 Meter auf dem Winkel von 0. Das ist natürlich absolut Oberhammer. Damit kriegen wir sogar einen Abraham auseinander. Ne? Einmal durchschießen, gut ist. Wir haben hier ein RGM-Rakete zum Verschießen am Start. Also die sollte man, ja, ich sag mal so, nimmt davon so 2-3 Stück mit. Man kann sie ja immer gebrauchen. Es kommt immer ein Fahrzeug vor, das man einfach nicht mit Vollgas über durchziehen kann, ne? Vernichten kann. 850 mm Durchschlagsleistung bei 1000 Meter, allgemein, also bei egal welcher Entfernung, ihr seht das ja. Winkel 0 ist nur wichtig und ja, das ist das äußerste, wichtigste. Das Ding ist schon krass. Und wir haben hier sogar noch eine DTB 1225 gegen Flugzeuge am Start. Selbstzerstörend mit Zeitzünder, ne? Also Variablen. Ist schon nicht schlecht, aber wer geht schon auf Flugzeugjagd? Ne? Gut, Helikopter, ja, aber ansonsten. Wir haben sogar noch ein Laserentfernungssystem mit dabei. Und, oh, ein Raumschild. Das ist ja ganz lustig. Raumschild. Kennen vielleicht manche von euch noch. Das ist so ein Schild hier vorne, der angebracht wird. Und damit können wir uns einen Graben basteln, um uns somit in eine entsprechende Stellung zu vertiefen und von da aus wirken zu können. Ja, man hat meistens in dem Spiel, zumindest bei Arcade, hat man einfach nicht so immer die Zeit dafür. In realistisch hat man manchmal wirklich die perfekte Gelegenheit, sich irgendwo eine Position zu suchen. Zack, ich baue mir da mal eine kleine vertiefte Stellung und ja, somit ist auch die Unterwanne gesaved. Ne? So, die Chinesen haben jetzt endlich Helikopter. Ja, es fängt so langsam an. Gut, es ist erstmal nur so ein Premium-Helikopter Z-19E. Das Ding ist eine Abklatschversion von dem französischen Helikopter Delphin. Ja, allerdings haben sie nochmal an dem Aussehen rumgedoktert, wortwörtlicherweise so ein klein bisschen. Das Ding ist, ja, da haben sie irgendwie, oh Mann, ja, die alte Version von der Delphin, also der Erfinder davon, also der Erbauer oder Konstrukteur davon, der dreht sich im Grab um. Ja. Der dreht sich wirklich, obwohl ich weiß gar nicht, ob er gestorben ist. Das ist so, ich habe da was gelesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann natürlich auch sein, dass sein Sohnemann die Firma weiterlaufen lässt, ne? Wer weiß schon, oder Tochter hat er nicht. Egal, Leute, das ist nicht wichtig, ne? Ja, ihr seht, hier fehlt doch etwas, ne? Ja, dieses Modell verfügt über kein MG oder sonst irgendwas, keine Gatling, gar nichts, nur Raketen. Das Ding ist auch wirklich nur für Luft oder für eigentlich nur Bodenkämpfe ausgelegt, also für Panzerbekämpfung, für weitere Sachen nicht. Fahrwerk ist leider auch nicht einfahrbar, wie ihr seht. Ist ein bisschen doof eigentlich, würde ich sagen. Da hätte man so ein bisschen was deichseln vielleicht können. Ja gut, so ein bisschen schon. Also die Mechanik führt schon so zack nach hinten, aber komplett weg. Naja. Aber mega großer Heckrotor und das sieht geil aus. Der Skin gefällt mir. Der sieht richtig nice aus. So, wir haben HF5 Raketen am Start. 72 Stück. Wir gucken gleich mal die Durchschlagsweite, weil ich kenne diese Raketen. Dieses Modell kenne ich nicht. So, 293 km/h. Es geht. Übrigens, das Paket kostet 60 Euro. Da sind noch ein paar Golden Eagles, glaube ich, dabei. 2000 Standard müssen es sein bei so einem hohen Ding. Kann mich aber auch irren und es ist einfach nur 1000 Golden Eagles dabei, ne? Ja, ja gut. Alle anderen wichtigen Daten, ne? Schutz haben wir jetzt im Prinzip keinen. War auch bei Helikopter nie so richtig. Ne? Zwei Mann besetzt. Hier ist Treibstoff drin. So, wir gucken jetzt mal wegen der Bewaffnung, was genau ist. Oh, wir haben Gegenmaßnahmen, das ist schön. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Und wir können uns Gondeln dranhängen, ja, das ist doch schon mal was. So, BA9.
Okay, BA9 achtmal und Type 90, nee, TY 90 achtmal. Was ist das denn? Blue Arrow 9, Air-to-Ground Missile, 800 mm Durchschlagsleistung. Heilige Scheiße. Das, ja, damit können wir einige Panzer ausschalten. 8 Stück. Joa, wenn das Zielsystem richtig gut funktioniert, dann Panzer AD. Dann haben wir hier, was soll das sein? Eine Air-to-Air. Okay, das Ding kann doch Air-to-Air benutzen. Okay, Reichweite, Zielerfassung von hinten 6 Kilometer und Reichweite, Zielerfassung 6 Kilometer. Abschussstrecke 6 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 2 Mach, also 2,0 Mach, 20 G Überlast. Das ist ja top, das sind ja ganz nice Raketen. Wo haben die denn die hergeklaut? Und ECCM, auf jeden Fall funktioniert das, ne? Nicht schlecht. Gut, was haben wir noch? Diese H-Raketen, das sind 150 mm Durchschlagsleistung. Okay, das ist wie mit den Mighty Mouse, Snap-Raketen, ne? Also, nur dass die halt eine deutlich geringere Durchschlagsleistung haben. Ja. So, was haben wir dann noch am Start? Zuni-Raketen, oder? Ne, das sind keine Zunis, aber sehen den Zunis richtig ähnlich. Heat, okay, die werden Heat genannt. 283 mm auf egal welche Entfernung, Winkel 0, ne? Ja, ansonsten Gondeln, 12,7 mm, okay, 400 Schuss können wir uns dran packen. Ist jetzt nicht absolut viel, es sind gerade mal 800 Schuss zusätzlich, aber ich sag mal so, wenn man hier die hier auswählt und das da, dann hat man eigentlich alles am Start, was man braucht. Ja, also das Ding kann sich doch wehren. Ich wusste gar nicht, dass dieses Modell hier Luft-Luft-Raketen, aber gut. Ja. Sieht doch ganz nice aus. Wie gesagt, ist es euch überlassen, 60 € auszugeben oder nicht. Oder ihr wartet einfach ab, bis die Chinesen ihren kompletten restlichen erforschbaren Helikopterbaum bekommen. So, bei der Luftwaffe ist ein Premium-Flugzeug für 400 Golden Eagles reingekommen. D-510C. Manch einer sagt jetzt, das kenne ich doch. Jo, das Ding kennt ihr von den Franzosen. Davon gibt es eine Normalversion und eine im Premium-Format. Und ich wusste gar nicht, dass die Chinesen von den Franzosen dieses, ja, Eindeckermodell verkauft bekommen haben. Aber in der Vergangenheit damals war ja sowieso der und der hat mit dem das und sonst was, Handschlag, ne? Ja, ja, Einsatz Republik China, so wie es damals mal hieß. Ne, das war ja erst Republik China und dann gab es dann noch viele andere. Ach Gott, das war so viel. So, wir haben hier eine 20 mm Hispano am Start mit 60 Schuss. Da muss man halt aufpassen, wie man schießt. Oh, das hat mich immer, das tut mich immer fertig machen. 404. Wenn ich an diese Zahl denke, ich glaube, da wisst ihr auch, was ich meine. Fehler, no found, 404. Jo. Hat aber nichts damit zu tun. So, 7,5 mm Maschinengewehr mit dazu, 2 Stück am Start, 600 Schuss. Also, ja, das ist halt auch ein 1,3er-Rating-Flieger, ne? Also, ja. 394 km/h ist top. Ich kenne den Flieger daher. Es macht Spaß, mit diesen Dingen zu fliegen. Ist richtig nice. Wegen der geringen Munition für die 20er Kanonen muss man halt ein bisschen vorsichtig schießen, aber ihr müsst überlegen. Eine 20 mm in dem Rating 1,3, die meisten Modelle, die da rumfliegen, sind Doppeldecker, ne? Entscheidet euch nur für die richtige Munition und dann könnt ihr richtig schön abfackeln gehen. So, Wendezeit 13 Sekunden, Steilgerade 19,2 Meter pro Sekunde, ne? Absolut top. Wir gucken hier nochmal kurz rein, wegen dem Munitionsgurt, ob das auch wirklich so übernommen ist. Wir haben Standard, Allzweck, da ist natürlich alles Mögliche dabei. Hochexplosivmunition, panzerbrechende Munition mit Brandsatz, Wuchtgeschoss, ja, das wäre zum Beispiel eine Alternative. Das hier ist auch ganz top, aber da ist zu viel panzerbrechende Wuchtgeschosse dabei, damit könnt ihr ihr Panzer platt machen. Das hier ist eine Top-Variante, ne? Panzerbrechendes Wuchtgeschoss und hochexplosiv. Natürlich ohne Leuchtspurgranate. In der Vergangenheit, gut, heute ist das nicht mehr so der Fall, obwohl es gibt immer mal ein oder zwei, die sind so ein bisschen unwissend. Nur weil da Leuchtspur steht, heißt das nicht, dass diese Munition nichts kann. Ne? Auch diese Munition hat die Möglichkeit, durchschlagen zu können. Also genau wie die Daten hier angezeigt werden. Ne?
Also bei 500 Metern jetzt nur mal als Beispiel, oder der gegnerische Flieger 500 Meter entfernt, ich schieße nur mit Leuchtspur zum Beispiel drauf, trotzdem sind das 28 mm Damage, also Durchschlagsleistung, ihr macht Löcher rein ohne Ende. Oh, hier ist eine schöne Samenstellung, die gefällt mir aber auch. Erst zwei Hochexplosiv-Munition, ne? Dann noch eine Panzerbrechende mit Brandsatz und dann nochmal ein Wuchtkuschen, ja, das könnte ganz gut sein, oh, das ist schön. Ja. Schön. Ist halt nur keine Leuchtspur mehr. So. Ja, schönes Flugzeug. 400 Golden Eagles, das ist jetzt nicht schlimm. Also da sage ich mir selber, ja komm, die macht Spaß. So, dann ist noch was hinzugekommen. Wir haben eine F5 endlich bekommen aus der E-Version. Ne, wir haben ja die A, es gibt die B, C, D, E. So, hier ist die E reingekommen. Die restlichen Versionen, ja, ich sag's mal so. B-Version, wie war das mal? Die A davon wurden welche verkauft. Von den B wurden, glaube nur an Jemen oder so. Nee, was war das nochmal? Oh, ich komme mit den Flaggen da durcheinander. Irgend so eine grüne Flagge war das. Libyen, Arabien, ach, was weiß ich. Ich komme mit diesen Flaggenfarben durcheinander. Daher auf jeden Fall verkauft. Und hier die F5E, die kam halt auch zu den Chinesen. Das ist natürlich absolutes Topmodell, muss man sagen. Auch wunderschön. Guckt euch mal die... Ah, oh, das ist hübsches Teil, ne? Das ist hübsch. Das ist hübsch. F5, Tiger, jo. 20 mm Maschinengewehr, zwei Stück, 560 Schuss, wie ihr seht. Ist nicht gerade wenig, aber auch nicht so viel, ne? Also spart euch die Munition gut ein, zumindest wenn ihr jetzt im Realistisch unterwegs seid. Und bei Arcade, ja gut, lädt das irgendwann nach, ne? Trotzdem würde ich empfehlen, kurze kontrollierte Feuerstöße. So, 1746 km/h ist noch ausbaufähig. Das lässt sich noch wunderbar ausbauen. Hier steht leider nicht, seht ihr, das hier ist der Grenzwert. Normalerweise müsste das hier stehen, wie der Grenzwert ist. Das wäre schön, aber gut. Wendezeit liegt bei 27,2 Sekunden. Das ist etwas zu viel. Das lässt sich aber auch noch ausbauen. Steilgerade 115,4 Meter pro Sekunde. Das lässt sich auch noch ein bisschen ausbauen. Ich glaube, bei der Export F5E, weil sie haben so ein bisschen, die Amis haben so ein bisschen dran rumgedeichselt und haben ja auch nicht die volle Leistung den Chinesen gegeben. 130 Meter pro Sekunde müssten es gewesen. Ne, 137. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, Leute. Ne? Nehmt das jetzt nicht für bare Münze. Ungefähr Pi mal Daumen. So, Bewaffnung. Die ist natürlich wieder ein bisschen halbwegs. Ne? Natürlich erstmal eine Sidewinder DP-Version voll am Start. Ja, ihr kennt sie alle. Sidewinder. Also ich sag mal so, A-Version von der Sidewinder, scheiße. B-Version, scheiße. C, ab C ging schon langsam los mit, ey, das Ding heftet sich an deinen Arsch und du kriegst das nur mit Schwierigkeiten vom Hintern weg. Ne? Also da ging schon langsam sehr gut los. So, Reichweite für die Zielerfassung von hinten 5,50 Kilometer. Ihr müsst immerhin in dem Flugzeug fliegen. Seitlich braucht ihr da gar nicht anzufangen. Abschussstrecke 18 Kilometer. Höchstgeschwindigkeit 2,5 Mach. Und bei 20G ist erst Schluss für die Rakete. Ne? Und ja, ihr seht es schon. Extra schön mit dem Symbol da. Da sind ganz viele gierig drauf. Napalmbomben. BLU. 5 Stück am Start. Ja gut, wofür Napalm wohl gedacht ist, das muss ich ja nicht erklären. Ah, Napalm B. Okay, das ist die B-Version. Es gibt noch mehr. Aber beim Napalm kenne ich mich nicht so ganz aus. Ich weiß, was Napalm anrichten kann. Und kein Mensch da draußen, niemand möchte in den Explosionsradius einer Napalmbombe kommen. Keiner. Weil das überlebt man nicht. Das sind hungrige, hungrige Flammen, die alles verzehren. Und das überlebt kein Mensch. Also da könnt ihr euch in sonst was einwickeln. Da habt ihr keine Chance. Es brutzelt euch weg. Also, das klappt nicht. So, 5x 750 Pfundbomben können wir abschmeißen, 3x 1000er Pfund, 5x 500er Pfund, wir können 5x 2000er Pfund, könnten wir eine abschmeißen. Zuni-Raketen, allerdings nur 8 Stück am Start. Zunis, ihr kennt sie, 457 mm Durchschlagsleistung, bei einem Winkel von 0, bei egal welcher Entfernung, absolut toppe Teile. Mighty Mouse, 76 Stück, finde ich geil, 290 mm Durchschlagsleistung. Aber diese Dinge haben es schon in sich. Wir können uns eine 30 mm GAU unten dran schrauben. Also da haben die Amerikaner mal wieder ein bisschen zu viel verkauft, würde ich mal sagen. Gut,
30 mm gautes Geschütz, ja, das ist schon sehr teuer. Sehr teuer. ATM 65B, 4 Stück am Start, großer Gott. Also da haben die Chinesen ja was richtig krasses. Es ist eine TV-gelenkte Rakete, aber also Luftboden, aber die Durchschlagsleistung, ne? 830 mm. Boah. Da geht ein Panzer down, also da könnt ihr mit rechnen, dass der Panzer auf jeden Fall im Arsch ist. Das übersteht kein einziges Monster, ob egal welcher Nation. Das übersteht kein einziger. Also das ist schon grausam. Ja, schönes Teil, ne? Sehr schönes Teil, sieht auch wirklich nice aus. Schnittige Linie, Co. Ich liebe diese Modellreihe. Also ist schon ganz nice. Ja, das war's bei den Chinesen. Kam nicht so viel, ich weiß. Ist nicht so viel und ja, ist aber auch noch viel zu tun für mich. Man sieht ja, wie weit. Oh, ich habe so viel. Oh, so viel zu tun, so viele Runden zu fliegen, so viele Schlachten zu schlagen. Und ihr habt schon gesehen, bestimmt, ich habe mir ein spezielles Deck zusammengeschraubt, was auf RB, also realistisch, basiert, um damit ein bisschen schneller voranzukommen. Leider ergibt sich das doch nicht so, wie ich das eigentlich gehofft habe. Ich brauche noch ein bisschen, ne? Ja, man gewöhnt sich aber an alles, ne? Trotzdem werde ich weiterhin Arcade-Videos drehen, das steht mal fest. Ab und zu mal ein paar realistisch Dinger, aber auf jeden Fall Arcade steht voll drauf. Also, ne, voll am Start mit Arcade. Gut, dann, das war's mit China. Ich hoffe mal, es hat euch informiert und Spaß gemacht zuzugucken. Wenn dem so ist, lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich allen einen wunderschönen Tag. Weiß nicht, wie viel Uhr ihr jetzt bei euch jetzt habt. Ich habe jetzt hier 5 Uhr morgens, reißt die Fenster auf und lass die Luft rein. Boah, es ist, ja, heute wird's nochmal extra heiß. Oh, heute treibt's uns alle noch in den Wahnsinn. Ja. Wenn die spanische Hitze hier ankommt mit ihren 40 Grad, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt meinen Rechner anhaben will. Okay, Wasserkühlung drin, aber versteht ihr, was ich meine? Es ist trotzdem zu heiß. Einfach zu heiß. Bei so einer Hitze kannst du nicht arbeiten, kannst nicht spielen. Du liegst aber nur flach, du bist froh, wenn du nichts tun musst. Also wirklich, jo. Naja. Gut, dann, wie gesagt, euch noch einen schönen Tag, ne? Wir hören uns, bis dann.